Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subsistence. Weiter geht's. Hier in der Hauptbasis sind wir ja beim letzten Mal stehen geblieben. Und ich habe euch ja noch am Ende der letzten Folge gefragt, was ich mir denn als nächstes herstellen soll. Und ja, die Meinungen gingen ganz klar hier zum Kochtopf. Und dementsprechend schauen wir mal, dass wir den jetzt dann demnächst herstellen können. Aktuell fehlt ja blöderweise noch das Eisen. Wobei, wie viele Eisenelemente oder Eisenfragmente habe ich hier schon? 14, okay. Das reicht doch auf alle Fälle schon mal wieder für einen weiteren Eisenbarren. Stellen wir uns den gleich mal her. Vielleicht wird es ja sogar noch was in der heutigen Folge. Die Hälfte der erforderlichen Eisenbarren hätten wir dann schon mal. Kleber ist kein Problem und die Masse eigentlich auch nicht. Könnte sogar was werden mit ein bisschen Glück. Aber ich brauche auf alle Fälle wieder ein leeres Inventar. So viel steht schon mal fest, weil das ist schon wieder prall gefüllt. Ah ja, Legierungsbleche, gut, die können wir gleich mal verwenden, um hier noch die ein oder andere Wand aufzuwerten. Das alles braucht man nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Weg damit. Das kann auch erstmal weg. Das heben wir uns derweil auf. Okay. Wie schaut es eigentlich mit dem Wasser aus? Ui. Ui. Da sollte ich mal wieder ein bisschen was auffüllen, glaube ich. Das wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Machen wir es mal kurz so. Wir verstauen hier das ganze Zeug, das wir aktuell nicht brauchen. Den Revolver brauchen wir aktuell auch nicht. Einfach mal alles hier reinpacken. Keine Sorge, beziehungsweise die Flaschen könnte ich eigentlich gleich gescheit verstauen. Und nachher nehmen wir uns das hier wieder raus. Verrottetes Fleisch wollte ich eigentlich wofür hernehmen? Ah ja, für einen Köder, stimmt. Wie schaut es eigentlich da aus? Ist in unserer Falle schon was drin? Können wir gleich mal schauen. Ach halt, da war ja gar kein Licht mehr drauf. Macht der Gewohnheit. Lange Zeit hatte ich meine Taschenlampe auf dem Gewehr, okay. Anscheinend zieht ein Sturm auf. Ah ja. Da ist ein Fisch drin. In der Reuse. Allerdings nur ein kleines Exemplar, aber gut. Besser als nix. Sehr schön. So, nix wie raus. Planschen, wenn es gewittert. Nicht unbedingt empfehlenswert. Meine Basis wird angegriffen. Es fliegen auch schon wieder die ersten Granaten. Tür muss offen bleiben, ist wurscht. Was ist hier los? Uiuiuiui. Verdammt, ich schieße halt auch noch daneben. So, der ist tot. Der ist auch tot. Bleibt nur noch einer. In die Hocke gehen und... Nein. Du schmeißt da nichts mehr, gell? Kollege, du nicht. Puh. Das war knapp. Jetzt brennt zum Glück nur der Baum. Ansonsten wäre es meine Basis gewesen, die hier Feuer gefangen hätte. Aber cool, die haben wir alle ins Jenseits befördert. Na dann gleich mal schauen, was da Schönes dabei ist. In deren Taschen. Ah ja, eine Schrotpatrone, passt. Da haben wir auch noch ein bisschen was, sehr gut. Und wie schaut es hier aus? Da haben wir auch noch ein bisschen was zu mitnehmen. Wunderbar. Ja, aber wenn das so ist. Wir haben jetzt alle drei Jäger unschädlich gemacht. Das heißt doch dann im Umkehrschluss, die Jägerbasis dort hinten ist jetzt unbewacht. Okay, ich glaube, wir machen einen kleinen Ausflug. So, schnell hier durch. Tür zu. Dann brauchen wir noch ganz geschwind die Granaten. Und dann statten wir mal der Jägerbasis einen kleinen Besuch ab. Muss ich mir vielleicht noch eine weitere Granate herstellen? Haben wir noch so viel Zeit? Eisenfragmente, Kupferfragmente und Schießpulver. Schießpulver haben wir. Das ist kein Problem. Kupferfragmente und Eisenfragmente habe ich da reingeworfen. Kleiner Fisch ist soeben verdorben. Verdammt!
Auf alle Fälle brauche ich so nicht loslaufen, weil da bin ich dann ran voll. Das macht wenig Sinn. Das alles braucht man nicht. Das braucht man nicht. Jetzt pressiert. Nicht, dass die da gleich wieder spawnen. Bei meinem Glück dann wahrscheinlich genau dann, wenn ich vor der Tür stehe. So, 3 Granaten sollten reichen. Licht aus und da nichts mehr hin. Mal schauen, was die Schönes haben. Ein perfekter Tag heute zum Raiden. Zwar spielt das Wetter nicht ganz so mit, aber was soll's. Da entdecken sie uns vielleicht nicht so schnell. Wobei die natürlich jetzt im besten Fall gar nicht erst wieder gespawnt sind. Dann können sie so und so uns nicht entdecken. So, da hinten ist die Basis. Jetzt hoffe ich nur, dass das die richtigen Jäger waren, die mich hier angegriffen haben. Nicht, dass die Basis noch besetzt ist. Ne, schaut gut aus. Dann nix wie hin. Ui. Die haben da eine Claymore platziert. Das ist ja gemeingefährlich. So, die lösen wir gleich mal aus. Mal schauen, ob das geht. Ja, geht sogar. Zum Glück. Nicht, dass ich da noch reinlatsche. So, Granaten ausgerüstet und dann sehen Sie mal, was Sie davon haben. Und nichts wie weg. Okay, soweit so gut. Oh verdammt, die ist durchgeglitscht. Ah, das war natürlich jetzt nicht gerade zielführend. Ah, genau. Die Tür hat keinen Schaden bekommen. Menno. Aber jetzt. Wunderbar. Und den Rest machen wir mit Axt. Da sind wir gleich drin. Wer doch gelacht. Zum Glück haben wir 3 Granaten hergestellt. Genau für so einen Fall. So, gleich sind wir drin. Die letzten Schläge. Hoffentlich hat sich das Ganze rentiert, aber ich denke schon. Oh, verdammt! Das ist ja ein Jäger. Durchladen. Mit dem habe ich nicht gerechnet, dass da noch einer drin ist. Ruhe da drin. So, der hat erstmal Sendepause, der Kollege. Ah ja, eine Foundation. Aber ich blute. Ui, was ist denn da alles drin? Bretter. Dann sehe ich hier schon mal ein bisschen Glas. Ein paar Patronen. Noch eine Granate. Haben wir eine wieder zurückbekommen. Sehr gut. Das sammeln wir gleich mal alles ein. Na, ist das gemütlich da hinten? Auf dem Generator. Schaut nicht danach aus. Da haben wir nichts zum Mitnehmen, okay. Oh, schick, schick. Haben sie es hier. Da haben wir noch ein paar Erze. Auch nicht verkehrt. Bisschen Asche nehmen wir natürlich auch mit. Wie schaut es mit dem Fett aus? Einwandfrei, das rentiert sich ja direkt. Da ist noch eine Claymore drin. Auch nicht schlecht. Und dann glaube ich, sind wir eh schon so weit durch. Ah, den Balkon haben wir bisher mitgenommen. Mit der Granaten-Action. Aber gut. Immerhin. Schön, schön. So, jetzt bin ich nur neugierig. Ah, okay. Die Brennkammern und sowas haben sie noch nicht aufgewertet anscheinend. Nun gut. Ich würde sagen, wir machen mal am besten die Fliege. Nicht, dass die da wirklich gleich wieder spawnen. Die Kiste nehmen wir natürlich noch mit. Oder besser gesagt die Tasche. Wenn wir schon mal hier sind. Ah, da ist noch ein Lagerfeuer.
Noch ein bisschen Asche, sehr gut. Bringe ich eh fast nichts mehr rein hier bei mir in mein Inventar. Uiuiuiui. Wenig Platz, sehr wenig Platz. So. Das nehmen wir noch mit. Die Fibers natürlich auch noch. Und dann ab nach Hause. Schön. Ein ganz spontaner Raid, der auch noch ergiebig war. Was gibt Schöneres? Wunderbar. Haben wir gleich wieder ein paar Baumaterialien für, ja, für unseren Außenposten. Die nehmen wir aber auch noch mit, die Wutz. Die lassen wir uns nicht entgehen. Einmal erwischt. Hoppala. Na. Das war nix. Ah, okay. Jetzt ist erstmal wieder ruhig. Aber nicht mehr lange, oder? Doch, die flüchtet schon wieder. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die in den Angriff übergeht, aber falsch gedacht. Bleib da, Schweinchen. Ah ja, hat eh nicht mehr viele Lebenspunkte. Das hat auf alle Fälle gereicht, der Treffer mit der Pistole. So, jetzt habe ich noch ein Problem. Machen wir es kurz so, das futtern. Und dann schauen wir mal, was noch Platz hat und was nicht mehr Platz hat. Um Schweinchen. Okay, Fett bringen wir noch unter. Stofffetzen bringen wir schon nimmer unter. Kann ich irgendwas entbehren? Das könnte man noch futtern. Beziehungsweise halt, das mischen wir mal eben. Dann trinken wir die beiden Flaschen. Beziehungsweise, nee. So viel Platz habe ich eigentlich gar nicht. Nun gut, erstmal das hier reinziehen. Dann können wir uns einmal Tauwerk herstellen. Dann bringen wir das alles unter. Das Tauwerk bringen wir nicht mehr unter anscheinend. Sehe ich gerade. Aber gut, ist wurscht. Na, was können wir denn entbehren? Eigentlich das hier. Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Das Tauwerk schmeißt jetzt auch raus. Gut, sei es drum. Ich glaube, das können wir verkraften. Bär. Oh, super. Verfolgt mich der? Ui, jetzt sehe ich sie erst. Ich habe, glaube ich, naja, meine Strahler angelassen. Oh, weia. Ich sehe schon kommen. Gleich fällt der Strom aus. So, Hände waschen. Nicht vergessen. Da ist ja noch ein Bär. Oh, weia, der verfolgt mich auch. Tür zu. Ah, der zerlegt gleich wieder die halbe Tür. Ich sehe schon. Ja, da ist er schon. Da ist er schon. Seht ihr? Ja, kann's halt nicht lassen, gell? Hörst du auf da unten? Na, ja, komme ich nicht hoch. Ich würde gerne auf die Brüstung da raufspringen. Ah gut, jetzt hat er es aber sowieso schon sein lassen. So. Uiuiuiui, 40 Strom. Das ist natürlich wunderbar gewesen, dass ich die Strahler nicht mehr ausgeschaltet habe. Ich bin ja auch ein Held. Ja, was lernt man daraus? In der Ruhe liegt die Kraft. Naja, sei es drum. Zumindest haben wir die Jäger ein bisschen geschwächt. Ist ja auch nicht schlecht. So, ich muss jetzt aber erstmal ein bisschen zeuglos werden. Die Claymore packen wir mal hier rein. Auch die erste, die wir hier selbst mal in Händen haben, die habe ich bisher noch gar nicht hergestellt. Claymore Antipersonenmine. Klug gesetzt, ideal als Falle gegen angreifende Jäger. Gut, ich glaube in unserem Fall kommt die auf alle Fälle, wenn dann mal hier vorne hin irgendwo. Also natürlich außerhalb der Wände. Weil da haben die Jäger dann kein leichtes Spiel.
So, das brauchen wir nicht. Da ist irgendwie auch alles kreuz und quer. Haben wir sonst noch irgendwie was drinnen? Gut, Asche brauchen wir hier auch nicht. Da haben wir jetzt auch schon einen schönen Vorrat beisammen, der sich auf alle Fälle sehen lassen kann. Ah ja, stimmt. Und ich wollte ja noch mit den Legierungsblechen unsere Mauer wieder mal aufwerten. Weil der nächste Jägerangriff steht wahrscheinlich schon bevor. Ah, brauchen wir eh Dünger. Passt. Wenn wir schon mal hier sind. So. Einmal frei. Gut. Ui. Ja, da darf ich, glaube ich, ein bisschen mehr da reparieren. Ui, 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 ui. Schaut ja gar nicht mehr gut aus. Meine ganze Basis. Der nächste starke Wind und zack. Der Trümmerhaufen ist perfekt. Aber so weit will ich es natürlich nicht kommen lassen. So, Glas gehört hier rein. Maden packen wir mal hier mit rein. Den Hammer nehmen wir gleich mit. Brauchen wir ja nachher. Und den Generator können wir gleich wieder anwerfen. Sonst wird das heute nichts mehr mit dem Kochtopf. Das wäre schlecht. Das wäre sehr schlecht. Na, schaut eh schlecht aus. Da reichen die Ressourcen leider nicht dafür. Jetzt haben wir 4 Eisenbarren dann. Aber demzufolge immer noch 2 zu wenig. Okay. Dann hoffe ich mal, dass ihr mir verzeihen könnt, dass der Kochtopf heute nimmer gebaut wird. Weil so schnell werde ich wahrscheinlich jetzt kein Eisen ran schaffen können. Das wird nicht ganz funktionieren. Packen wir die mal hier rein. Glas brauchen wir auch nicht. So, jetzt kenne ich mich zumindest ein bisschen wieder aus. Wir brauchen... Braucht man noch irgendwas anderes? Ich glaube nicht, nee. Sonst haben wir alles beieinander. So, gleich mal die Wand hier aufwerten, weil die schaut gar nicht mehr gut aus. Perfekt. Wunderbar. Da brauchen wir noch einiges an Eisen und an Legierungsblechen, bevor hier unser Fort perfekt ist. Aber naja, mit jedem Element, das wir aufwerten, wird es eins weniger. Von daher, langsam aber sicher, nähern wir uns dem Ganzen. Ja, Eisen muss ich unbedingt wieder anschaffen. Da haben wir echt gar nichts mehr. Dann muss ich in der nächsten Zeit mal wieder verstärkte Sammeltour anscheinend einlegen. Jetzt schauen wir aber erstmal, dass wir die ganzen Flaschen hier auffüllen. Das packen wir mal kurzerhand alles hier rein. Nur damit wir alle Flaschen schön auffüllen können. Also nicht, dass ihr euch wundert, dass ich hier schon wieder alles kreuz und quer einsortiere. In dem Fall ist es sogar mal gewollt. Okay. Noch ein Brennstoffblock. Ah ja, perfekt. Einen. Wobei einer natürlich auch nicht viel ist. Gleich mal wieder Nachschub herstellen. So, einwandfrei. Können wir jetzt nach und nach das Wasser abkochen. Der fehlt natürlich noch. Toll, jetzt habe ich genau ein Streichholz verschwendet. Naja, zum Glück haben wir da noch eins dabei. Alles halb so wild. Gut. Schön, schön. Da auch gleich wieder Strom herstellen lassen. Braucht jetzt noch ein bisschen.
Normalerweise sollte die erste Ladung gleich fertig sein. Nämlich jetzt. Dann können wir da die gleich mal wieder reinpacken. Das Wasser kommt hier wieder rein. Beziehungsweise, ah, da haben wir eh noch Beeren. Okay. Schön. Hätten wir das auch. Und das Zeug verstauen wir noch kurzerhand. Federn weg. Perlen. Haben wir hier noch? Das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir auch nicht. Machen wir es mal so. Genauso wenig wie das und das. Gut. Da können wir gleich mal wieder nachtanken. Und da auch noch. Okay. Sehr schön. Dann läuft das alles wieder auf Hochtouren. Vielleicht stelle ich mir über kurz oder lang sogar noch einen zweiten Ofen her. Den könnte man dann, ja, wenn es ist, oben platzieren oder vielleicht sogar da direkt nebenan. Andererseits brauche ich natürlich dann auch die doppelte Menge an Brennstoff und die doppelte Menge an Streichhölzer. Und das Wasser abkochen geht ja eigentlich vergleichsweise schnell. Ne, ich glaube, den Gedanken verwerfe ich wieder. Ja, ihr Lieben, wir sind damit aber auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Subsistence angekommen. Geht immer rasend schnell, aber alles in allem würde ich sagen, sind wir heute wieder gut vorangekommen. Den Jägern haben wir es bisher zurückgezahlt und ich sage nochmals, vielen lieben Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Servus.